B. Sind die Ziele realistisch? Noch einmal, unser Ausgangspunkt war, warum scheitern Projekte? Projekte scheitern, weil sie nach dem Motto funktionieren: Wir wissen nicht, was wir wollen, aber das mit aller Kraft. Das war Punkt A. Und Punkt B war, wir wollen etwas, aber das, was wir wollen, ist komplett unrealistisch. Daran scheitern eben auch Projekte, an unrealistischen Zielvorstellungen. Und hier kommt wieder die menschliche Psyche ins Spiel. Und es ist ein ganz erstaunliches Phänomen, dass Menschen sich einreden, eine Strecke von A nach B zu bewältigen, schaffen sie in 20 Minuten, weil sie es heute brauchen, dass es nur 20 Minuten dauert. In Wirklichkeit dauert es aber 35 bis 40 Minuten. Sie reden sich aber ein, dass sie es heute in 20 Minuten schaffen, weil sie das heute brauchen, dass sie es in 20 Minuten schaffen. Und wenn sie es in den 20 Minuten nicht schaffen, korrigieren sie das nicht. Dann waren es besondere Umstände, unglückliche Ampelschaltungen, idiotische Autofahrer, die verhindert haben, dass sie es so geschafft haben. Also ist ganz erstaunlich die Tendenz zum Selbstbetrug. Und das Ganze braucht man nur zu transferieren auf das Projektmanagement. Auch hier reden sich Menschen ein, dass sie etwas schaffen, weil sie es brauchen, dass sie das schaffen. Weil sie sich profilieren wollen oder weil die Konkurrenz schon weiter ist oder sonst etwas. Bodenständig, realistisch planen. Was ist wirklich machbar unter Berücksichtigung der Umstände des Lebens? Und die Umstände des Lebens sind, schauen Sie auf das Zitat, was da voransteht, Murphys Gesetz. Das ist das Leben. Vieles ist möglich, manches wahrscheinlich, das Dummste sicher. Alles dauert immer länger als geplant. Das ist Murphys Gesetz. Das hat nichts mit negativem Denken oder negativer Lebenseinstellung zu tun, sondern damit, dass das Leben so ist, wie es ist. Und das Leben ist nicht immer das Optimum Optimorum, obwohl wir uns das wünschen. Menschen werden krank, Unfälle passieren. Drucker fallen aus. Im unglücklichsten Zeitpunkt fällt der Drucker aus, weil wir, obwohl wir das gerade überhaupt nicht brauchen können, aber solche Dinge passieren eben. Und es ist besser, wenn man diese Dinge einplant. Und damit zu einer realistischen Zielformulierung kommt. Vor allem zeitlich. Zeit zu managen ist nicht ganz einfach. Und das Beste ist, dass man die Wechselfälle und Unfälle und Zwischenfälle und Störfälle des Lebens einfach zeitlich antizipiert und eine gewisse Zeit für sowas einkalkuliert. Dann bleibt man nämlich entspannter. Was tun die Leute? Sie kalkulieren jeden Vorgang so, wie er im optimalen Fall, wenn alles glatt läuft, wenn alle Ampeln auf grün stehen, klappen würde. Das passiert nie. Das passiert leider nie. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.